Und damit hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Relight. Mit dabei ist wie immer niemand, denn ja, das ist immer noch eine Solo-Folge. Und ich würde sagen, heute machen wir tatsächlich nicht so viel. Wir machen halt, wir checken weiter diese Basis aus von den Feinden. Und ja, dazu halt noch ein bisschen was reden und so. Und ja, nichts Besonderes halt, einfach nur schon einen chilligen Tag mal machen. Und als erstes suche ich an meinem chilligen Tag hier nach, ob ich vielleicht Essen brauche. Weil, wäre schon nützlich. Das ist aber jetzt der einzige Ofen, den ich in Betrieb habe. Habe ich hier zufällig... Nee, okay. Dann ist ja in Ordnung. Also hier Brot sparen wir lieber, weil... Das brauchen wir ja für dieses eine Item aus dem Dings. Aus dem Shop. Von, ihr wisst schon wem, diesem Tim. Genau so hieß er. Und ja. Also, jetzt koche ich erstmal das Essen und dann. Ja, würde ich sagen, schaue ich auch mal nach meinem Feld. Was? Leute. Sedina steht vor unserer Tür. Und der ist sehr aggressiv, so wie es aussieht. Fuck, 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 fuck. Okay, 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 Leute, Leute. Ich gehe einfach in einen Kampf mit ihm. Bin ich hier, Leute? Was? Hä? Ich war doch gerade noch in meinem Haus und jetzt bin ich hier in. Wer ist Perry und wer ist Vibius Munus Cogidanus und was? Bin ich in einem. Leute. Bin ich in einem Gefängnis? Ich kann mich nur erinnern, dass Sedina vor meiner Tür stand und dann, dann wurde mir schwarz vor den Augen. Perry, du scheinst ganz nett auszusehen. Du bist auch mal wach neulich. Sag mir bitte genauer, was das hier ist. Ob das irgendwie. Ob ich mir das einbilde, ob das. Wo bin ich hier? In einem Gefängnis der Mumien. Ich bin hier schon seit 10 Jahren. Warte, du bist hier schon seit 10 Jahren? Was hast du gemacht? Ich habe für einen Mann namens Gat gearbeitet. Gat? Der Gat von den Mumienjägern? Also, Gat gearbeitet. Wir haben gemeinsam die Mumientöter-Gilde gegründet. Ich glaube, ich kenne den. Echt? Du kennst ihn? Naja, auch wenn wir jetzt offiziell Waffenführer sind, ist es fast schon unmöglich, hier rauszukommen. Perry, wir können doch nicht aufgeben. So habe ich am Anfang auch gedacht, aber dieser Ort bricht Menschen. Ich werde nach einem Weg suchen, Perry. Also das hier würde viel zu lang dauern, dass ich hier das öffne. Tripwire Hook. Och, dafür bräuchte ich Seile. Redstone. Habe ich hier zufällig irgendwas? Ich brauche halt immer noch Faden. Ich kann mal diesen Kopf hier mitnehmen und versuchen, mit dem hier dort drauf einzuschlagen. Es bringt zwar von Geschwindigkeit nichts, aber es tut halt nicht so weh. Und dann muss ich hoffen, dass ich an den Schalter komme.
Okay, Leute, 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 das ist auf jeden Fall gar nicht gut, Leute. Komm ich irgendwie... Verdammt. Wo ist überhaupt der Hebel? Gibt es überhaupt einen Hebel für die Tür? Ah, Leute. Ich kann wenigstens was außen platzieren, wenn ich hinkomme. Ja, okay. Leute, hier sind noch mehr Leute. Okay, ich versuch's nochmal, mich weiter rauszuschlagen und dann, ja. Anscheinend scheint es die nicht zu interessieren. Die sind übermütig, denken, dass sie mich sich gegen mich wehren können. Also anscheinend ist denen egal, dass ich hier das die Gefängniszelle kaputt mache. Ich frag mich halt echt, warum die überhaupt mich so weit kommen lassen. Also normalerweise töten die Mumien doch sofort. Also ja. Hier sind voll viele drin. Hier sind einfach nur Leichen. Und hier sind auch voll viele drin. Aber die sind als aggressiv gekennzeichnet, also lasse ich die nicht raus. Vibius Munius Cogitanus. Immer schön neue von euch Mumienjägern zu fangen. Das war ein großer Fehler, dich mit uns anzulegen. Du fällst doch sogar auf unsere Fallen rein. Dachtest du wirklich, dass unsere Basis so leer ist? Wir haben deine Stadt umzingelt und bekämpfen sie schon bald. Trunduli war nur da, damit du ausgepowert bist und wir dich gefangen nehmen können. Vibius, wag es nicht, den Leuten in der Stadt was anzutun, du ekelhafter. Oh. Oder was? Willst du mich töten? Das werde ich sowieso. Vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Glaubst du den Müll, den du selber sagst selber? Ja, den glaube ich. Ich werde hier einen Weg rausfinden. Und dann war's das mit dir. Haben wir uns verstanden? Leute, ich denke gerade aber, wenn ich hier irgendwas mache, dass sie mich sofort angreifen würden. Warte. Wir sind mitten im Meer. Ich versuche irgendwo, wo den Wächter nicht zu sehen. Okay, ich versuche einfach hier so ein bisschen Holz mitzunehmen. Einfach nur damit. Okay, kein Wächter hat das gesehen. Hoffen, dass es dabei bleibt. Dann kann ich nämlich Tools bauen. Okay. Gut. Leute. Und ja, auf jeden Fall muss ich das so einfach jetzt machen. Okay, jetzt hat nichts mehr abbauen. Ich gehe einfach zurück in meine Zelle. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge Minecraft. Oh, verdammt. Verdammt. Gefängniswächter sollte dich dafür sorgen, dass ich am Leben bleibe. Ich gehe einfach schlafen in dieser einen Zelle dort. Okay, verbarrikadieren und derzeit kann ich schön schlafen. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich mach mir einen Knopf, dann komme ich mal raus, aber dadurch, dass die Parry eh nicht scheint, wirklich was Nützliches zu tun zu wollen, ist es auf jeden Fall besser, wenn ich mir das hier so selber erarbeite. Okay, da tut mich auf jeden Fall angreifen. Also Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Und dann würde ich sagen, ciao, Leute.